Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Klemmbautechnik. Mein Name ist Andreas und neben mir sitzt meine bezaubernde Frau Renate. Hallo. Ja, wir sind ja im dritten Teil. Wir machen heute den dritten Teil von dem Xerion 5000. Ja, da sind wir ja mit angefangen, mit der ersten Version der 1.0 im ersten und zweiten Teil. Und während dieses Paket damals zu uns unterwegs war von der Firma Lesti, da hat uns, als es hier ankam, haben wir erfahren, dass sich in der Zeit, wo sich das Teil auf dem Postweg befand, der Designer die Geschichte überarbeitet hat und die 2.0 rausgebracht hat. Ja, dann haben wir mit Lesti da mal so drüber gesprochen, wie wir das machen wollen, weil die 1.0 aus dem Verkauf gehen wird. Und da haben die gesagt, Mensch, mach doch bitte ein Vergleichsvideo für uns. Vergleich doch mal die 1.0 und die 2.0. Ja, dann hat man uns die 2.0 nochmal zugeschickt. Und dann haben wir im letzten Teil, im zweiten Teil, ja mit der 2.0 angefangen. Ja, ein paar kurze Daten zu dem Modell. Die alte Version hatte 2970 Teile. Die neue hat... Jo, jetzt sind meine 2468 Teile. Die Maße und das Gewicht sind in etwa gleich. Die Länge 43,5, die Breite 18,5, die Höhe 22,5 cm und das Gewicht ist ca. 2 Kilo. Ja, wir haben im letzten Video ja zwei Motoren verbaut und einen Aktuator. Mehr haben wir da nicht mehr geschafft. Geändert zu 1.0 hatte sich lediglich die Seitenverkleidung. Da waren vorher diese Paneelen drin und jetzt sind da so Systemsteine reingekommen. Ja, gut, das war bis jetzt so der einzige Unterschied. Unser nächster Bauschritt, der wird jetzt sein, den dritten Motor einbauen und ja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht, ne? Wir legen mal los, bauen den Motor ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, da sind wir wieder. Einmal einen kurzen Zwischenbericht. Und zwar haben wir hier jetzt den dritten Motor eingesetzt. Und diese Bausektion ist bis auf die Seiten, wo sonst diese Platten saßen, hat sich diese Bausektion nicht geändert. Die ist in etwa gleich geblieben. Was wir festgestellt haben in der Anleitung von der 2.0, da gibt es jetzt Hinweise darauf, wo die Bauteile eingebaut werden sollen. Das war bei der 1.0 ja nicht der Fall. Hier hat er dann eben halt Pfeile dahingesetzt, wo die Teile hin sollen. Mal. Aber keine rote Umrandung oder so, nur eben der Hinweis mit den Pfeilen. Und bei einigen Bauschritten leider auch gar nichts. Ja, dann ging das weiter mit der Vorderachse. Und unsere Vorderachse, Sekunde mal, ich muss das hier einmal umstellen. Genau, und unsere Vorderachse, die hat sich doch ein wenig geändert. Ja. Das ist die Vorderachse von der Version 1.0 und das ist die 2.0. Und da kann man sehen, hier haben wir zwei von diesen Rahmen verwendet, unten einen schwarzen, oben einen grauen. Da ist nur ein Rahmen gekommen und darüber zwei Liftarme. Und dann ist auf unserem Bauteil hier oben ja noch eine Befestigung gekommen.
Die ist auf der anderen, in der anderen Version auch nicht. Also das ganze Teil wirkt hier ein wenig stabiler schon mal. Ja, Differential haben wir reingesetzt. Da hat sich soweit nichts verändert. Die Radaufnahmen, auch das ist in etwa gleich geblieben alles. Ja, den Motor hatte ich erwähnt, genau. Ja, nochmal zur Klemmkraft der Teile. Also die Klemmkraft der Teile ist gut, sehr gut, teilweise zu heftig. Es gibt hin und wieder Verbinder und Achsen, ich vermute mal, die sind beide dann irgendwie so ein Müh. Ja, die Verbinder wahrscheinlich zu klein, die Achse zu groß. Es erfordert doch ordentlich Kraftaufwand, das zusammenzustecken. Ja, das habe ich auch Lesti eben gerade mitgeteilt. Und wir warten dann mal auf die Antwort. Da müssen die nochmal mit ihrem Teilelieferanten sprechen. Das ist so nicht ganz in Ordnung. Gut, wir machen mal weiter. So, da sind wir wieder ein paar Bauschritte weiter. Ja, was hat sich getan, was hat sich verändert? Also wir haben, das hatten wir ja vorhin schon, wir haben hier noch das Getriebe jetzt vervollständigt hier mit ein paar Zahnrädern. Die ganze Geschichte zusammengesteckt, die Einheit mit der Einheit. Dann haben wir die beiden Fahrmotoren zu einem Block zusammengebaut. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert zu der anderen Anleitung, und zwar die Geschichte hier. Da haben die bei dem letzten Mal hat er hier unten diese Steine, diese Systemsteine verwendet. Und dadurch stand die ganze Geschichte doch schief. Das stand hier nach außen so ein bisschen weg und wurde dann mit Gewalt zusammengequetscht, wenn ihr euch erinnert. Ja, das sieht jetzt so ein bisschen besser aus. Wie das nachher passen wird, werden wir sehen. Aber ich denke mal, dass das jetzt alles, ja, das scheint jetzt auch in der Flucht zu sein. Also das sieht ganz gut aus. Ja, dann wurde der Block mit den beiden Fahrmotoren auch aufgesteckt. Das waren drei Achsen, eine läuft in der Mitte, die geht hier in der Mitte in eine leere Hülse. Da wird von der anderen Seite sicherlich nachher die Verbindung kommen für den Allradantrieb. Ja, das war soweit die Geschichte. Ja, dann haben wir hier schon mal einen Akku angeschlossen, eine Fernbedienung, und da wollen wir einmal sehen, ob das ganze Teil dann einigermaßen läuft. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nichts knirscht, nichts knackt. Da wollen wir doch nicht meckern. Gut, dann machen wir mal weiter. So, da sind wir wieder. Es ist wieder ein paar Schritte vorwärts gegangen. Und zwar ging das los mit dem Lenkgetriebe hier, das über eine Schnecke und über das Zahnrad läuft. Das ist dann von unten hier mit einem kleinen Konnektor in der Lenkstange eingehangen. Ja, das ist nicht großartig anders wie der bei der 1.0. Es ist so ziemlich das Gleiche. Ja, mal sehen, wie er sich macht, wenn er nachher lenkt, ob das dann etwas besser geht. Ja, dann ging das weiter mit dem Akku. Da mussten wir mal ganz kurz ein bisschen was verändern. Und zwar sollte der nur auf diese beiden Platten, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine, festgeklickt werden und dann einfach raufgestellt werden. Das war so die ganze Idee des Designers. Wir können das hier nochmal in der Zeichnung sehen. Sekunde mal. Lass mich da mal einmal hin. Aber genau. Und zwar hier oben sehen wir,
Da wird der Akku hingestellt unter die vier Stecker. Und wenn wir da jetzt mal hier auf das kleine T achten, da sind keine Pins drin. Also der steht da völlig lose drauf. Und im nächsten Bauschritt soll dann einfach links und rechts so eine Mauer gemacht werden, die ihn dann zwar so ein bisschen in der Spur hält, aber sagen wir, so richtig fest steht er da auch nicht, ne? Wir haben ja ganz einfach hier und auf der anderen Seite einen Pin reingesteckt. Dadurch, dass da die Platte unter ist, passt das hier genau mit den beiden Aufnahmen. Die haben ja hier Aufnahmen, die Akkus, und haben ihn da einfach festgeklickt. Und steht das Ding da auch vernünftig. Ja, keine Ahnung, warum der gute Designer da nicht auf die Idee gekommen ist. Ja, kleinen Funktionstest können wir machen. Wir haben jetzt ja alles angeschlossen. Fangen wir mal mit den Fahrmotoren nochmal an. Das schnurrt alles wunderbar. Dann haben wir einmal die Lenkung. Auch die geht. Dann haben wir hier einmal, muss ich einmal schauen, das ist C genau. Haben wir einmal vorne diese Gabel, wo wir die Zusatzgeräte nachher anschließen können. Und dann, was haben wir auf D überhaupt? Das ist die Welle, genau. Ah, Moment. Dann können wir die mal ein bisschen hochfahren. Oder runter. Nee, wieder hoch. Dann können wir da unten nämlich auch die Welle sehen. Genau. Ja, das mal zu den Funktionen. Also das geht soweit alles. Wie sich das nachher beim fertigen Modell zeigen wird, das werden wir sehen. Gut, wir machen mal weiter. So, da sind wir wieder. Wir haben die nächste Einheit gebaut. Ja, das ging los mit einem kleinen Getriebe da drin. Das nächste Getriebe, Differential für die Hinterachse. Das hier oben ist schon für die Lenkung. Die Lenkstange ist da auch schon dran. Dann wurde bei der Befestigung von dem ganzen Kram gab es leichte Änderungen. Ja, da braucht man nicht aufs Detail eingehen. Der ein oder andere Liftarm, zum Beispiel hier, wo ich gerade meinen Daumen drauf habe, die beiden grauen, das sind Systemliftarme. Da was waren bei den anderen normale Liftarme. Es macht alles ein bisschen den Eindruck, als wenn das ein bisschen besser verstärkt ist. Wir können ja mal zum Vergleich einen Blick auf die alte PDF werfen. Das ist also das alte Teil, die Version 1.0. Ja, wie gesagt, geringfügige Änderungen. Was sich geändert hat, das ist hier in der Mitte. Da sind zwei halbe 5er Liftarme reingekommen. Da saß vorher eine Feder, ein Stoßdämpfer. Da können wir das sehen. Also das hat er mit diesen Liftarm jetzt verstärkt, da ist kein Spiel mehr drin. Ja, warum auch immer, also wir hatten da eigentlich, Renate, was sagst du, wir hatten da nichts zu bemängeln an dem Nein, das ging Stoßdämpfer, wunderbar ne? hoch und Also, runter. Vielleicht hat er dadurch jetzt mehr Kraft oder so, ich weiß es nicht. ja, das können wir so nicht nachvollziehen. Ja, vorne zwei Aktuatoren, das war bei dem anderen auch so. Hier guckt jetzt eine gelbe
Krautstange raus, die ist von uns. Die haben wir da einfach mal reingesetzt, weil die Aufnahme, das ist ja für die Zusatzgeräte, die Aufnahme hier drin, die hatte keine Krautstange beim letzten Mal bekommen und die schlackerte da immer hin und her und hat sich so ein bisschen gelockert. Deshalb haben wir hier mal einfach was raufgesetzt, dass das da nicht mehr so hin und her wackelt. Ja, ansonsten, ja, das Lenkgetriebe hier oben wieder über eine Schnecke, so wie beim letzten Mal auch. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die ganze Geschichte miteinander zu verbinden. Das werden wir gleich machen. Die beiden blauen hier gehören übrigens auch zu uns. Die gehören da nicht rauf, die kommen nachher wieder weg. Hier liegen nämlich zwei halbe Hülsen drauf. Und wenn wir den jetzt umdrehen, weil wir von der anderen Seite was machen sollen, dann purzelt uns der ganze Kram runter. Deshalb haben wir die da mal raufgesetzt. Ja, hier ist ja noch die, sind ja schon mal die Frontleuchten rangekommen. Das war bei dem anderen aber ganz genauso. Ja, Akku hatten wir schon gezeigt. Das ist jetzt dieses kleine schicke Mauerchen, mit dem wir das befestigen sollten. Aber da haben wir ja hier zwei Pins reingemacht. Das sitzt vernünftig. Ja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter und melden uns dann nachher zurück. So, wir melden uns nochmal zurück. Modell ist noch nicht zusammengesteckt, weil es geht nämlich nicht. Ja, wir hatten uns schon gefreut, dass es bis hierher einigermaßen fehlerfrei durch die Anleitung ging und jetzt ein grober Patzer. Ja, ich gehe mal zur Zeichnung. Und zwar ist das hier die Seite 30, der Bauschritt 35. Wir haben das hier schon mal markiert für Lesti. Das Modell liegt auf dem Kopf, also hier ist die Unterseite, da die Oberseite vom Modell. Die Motoren sind eingebaut worden, die Fahrmotoren. Und wie man sehen kann, ist auf der Unterseite hier eine Kreuzstange durchgeschoben. Die wird hier gesichert durch zwei Pins, die unglücklicherweise auch noch von innen gesteckt sind. Also Dreifachpins. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Zusammenbau. Das war, glaube ich, die Seite 57, genau. Genau, hier kommt unser Zusammenbau. Da sehen wir jetzt, das Modell steht richtig herum. Hier ist die Unterseite, wo die Kreuzstange in den Motoren steckt. Das sieht dann in Natura so aus. Wir haben unsere Unterseite hier. Das ist die besagte Kreuzachse. Und hier möchten wir ganz gerne zwischen die Motoren mit den beiden Liftarmen. Ja, das wird so nichts. Also, wir müssen irgendwie die Kreuzachse da rausfummeln und dann mal sehen, wie wir das machen. Ja, ja genau, wir müssen, ja, wahrscheinlich müssen wir dann die Dreier-Pins, die ich leider auch so nicht rauskriege. Also wir müssen erstmal hier ein bisschen was abbauen auf beiden Seiten und dann verkehrt rumstecken zur Sicherung der Kreuzstange und dann vorher natürlich das hintere Teil, die hintere Sektion reinsetzen. Ja, also das unbedingt beachten, wenn man das Modell baut, nicht diese Kreuzstange da reinfummeln. Die ganze Geschichte der Motorenbefestigung hier erst machen, wenn das Modell dann zusammengesteckt wird. Gut, wir fummeln das mal irgendwie da raus. Ja, da sind wir schon wieder. Ja, das geht hier im Moment nur so ein bisschen häppchenweise vor sich. Also wir haben die Geschichte jetzt zusammengesetzt. Das da unten haben wir wieder geändert. Da mussten wir die
Rahmen hier ein bisschen losnehmen, dann die Pins raus, dann die Kreuzstange raus, dann haben wir es miteinander verheiratet und dann die Kreuzstange wieder rein und dann haben wir die Pins, die Dreierpins von dieser Seite reingesteckt. Ja, das tut der Festigkeit keinen Abbruch. Ja, dann ging das weiter. Der Aktuator für den Motor hier unten, den wir eingesetzt hatten, der die Kabine anhebt, den haben wir eingebaut. Dann hier oben einen Motor für den Drehkranz, der nachher die Kabine dreht. Ja, und da gab es Probleme. Und zwar, also unser Motor ist jetzt fest. Wir mussten improvisieren. Es fehlten Teile. Ja, und zwar folgendes, da können wir auch nicht unbedingt, lässt sie jetzt die Schuld für geben, denn diese Teile, die ich hier rot markiert habe, die fehlen und die fehlen auch in der Liste vom Designer, also in der Teileliste. Das heißt, lässt sie konnte diese Teile gar nicht besorgen und reinpacken, weil sie gar nicht in der Liste aufgeführt waren. Das ist Lesti anscheinend bekannt. Da hat man mich vor 2 Tagen nochmal darauf hingewiesen, ob ich das bitte kontrollieren kann oder wir das kontrollieren können, ob und inwiefern da Teile fehlen. Ja, das Problem bei dieses Teil, das ist einfach nicht zu ersetzen. Wir haben in unserem Bestand, ich weiß nicht, wie hoch mag unser Teilebestand sein, Renate? Sehr hoch. Ja, ich denke mal, wir kommen schon auf die 30.000. Da sollten wir wohl hinkommen. Mal grob geschätzt. Nein, dieses Teil ist nicht in unserem Bestand. Beim besten Willen nicht. Ein einziges in Gelb haben wir gefunden. Das haben wir genommen. Damit haben wir ein bisschen improvisiert. Da schimmert es uns gelb entgegen. Und hinten haben wir einfach nur 2 Pleats übereinander runtergemacht. Ja, wie gesagt. Das Ding dreht die Kabine, ne? Gut, da wird nichts passieren. Aber gut. Ja, dann machen wir mal weiter und dann schauen wir mal, was noch alles so passiert. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, viel ist nicht passiert, aber wir müssen trotzdem einmal einblenden. Das geht nicht anders. Wir haben diese beiden 2 Motoren hier eingebaut. Mit dem ging das los. Da haben wir uns schon so ein bisschen gewundert, dass der da so ein bisschen, ja, so ein bisschen versetzt reinkam. Weil wir da überhaupt gar keine Aufnahmen hatten. Einen einzigen Pin als Aufnahme. Ja, gut. Wir haben dann erstmal den anderen eingebaut. Der geht hier auf die Schnecke. Für die Lenkung. Das war's schon. Ja, dann haben wir hier vorne, hier war nichts. In der Zeichnung war auch nichts. Ja, der langen Rede kurzer Sinn, der Designer hat diesen kompletten Bauschritt vergessen einzuzeichnen. Ja, da haben wir natürlich nicht mit gerechnet. Wir sind zurückgegangen, wir haben gesucht, wir haben an einen eigenen Fehler gedacht. Nein, es war nicht unser Fehler. Der Designer hat tatsächlich vergessen, einen kompletten Bauschritt einzuzeichnen. Ja, das werden wir morgen früh direkt zu Lesti übermitteln. Wir haben da die anderen Fehler auch schon übermittelt. Und man hat uns gesagt, dass sie dran arbeiten und dass das schnellstmöglich behoben werden soll. Ja. Das einmal so als Zwischenbericht. Ja, vielleicht noch eben ganz kurz, damit ist der Teil der Technik auch abgeschlossen. Das waren die letzten beiden Motoren, die wir noch hatten. Die Kabelführung, Kabelmanagement haben wir auch ein bisschen geändert. Das ging teilweise sehr dicht an Zahnrädern vorbei. Das ist soweit jetzt auch alles gut, aber das kriegt man, wenn man hinschaut, hin. Das ist kein Problem, die Kabel so zu verlegen, dass sie nicht an die Zahnräder kommen. Da ist genügend Platz. Gut, dann machen wir mal weiter. So, da sind wir nochmal wieder an unserem Modell und ja, der technische Teil ist jetzt abgeschlossen. Ja.
Ich fange mal an. Ja, erstmal mit dem, was wir gemacht haben. Der Drehkranz ist hier raufgekommen für das Führerhaus. Das ist der Aktuator, mit dem er den ja nachher anheben soll. Das passt soweit, das funktioniert. Dann ging das weiter. Ja, jetzt hängt mein Kabel hier fest. So, dann ging das weiter mit den beiden Aktuatoren. Die haben wir hier angeschlossen. Auch das funktioniert. Das haben wir auch einmal kurz getestet. Dann sind hier zwei kurze Verlängerungen rangekommen. Die gehen hier oben rauf. Die sind hier oben aufgeklickt. Die kommen nachher mit an den Akku. Hier kommt ja ein Akku hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ja, dann haben wir. Genau, das waren die Sachen, die wir noch gemacht haben. Allerdings mussten wir leider noch ein bisschen mehr machen. Wir haben die Lenkung getestet hinten und die flog sofort auseinander. Die lenkte nur einmal. Das war alles ein bisschen zu labberig und zu. Ja. Was haben wir bei der Lenkung geändert? Einmal haben wir hier, hast du das Teil noch mal da, Renate, bitte? Nee, dieses kleine mit der halben, genau. Da war zur Befestigung das Teilchen drinne. Das haben wir ein bisschen stabilisiert mit einem etwas größeren Konnektor. Das passte ganz gut, das ist, hält so ein bisschen besser und ist stabiler. Genau, Renate legt mir hier gerade einen hin. Dann haben wir, und das war der Grund, warum das sofort auseinanderschredderte, das Zahnrad ging ja auf die Schnecke. Das hat einfach zu viel Wumms. Trotz Schnecke war da zu viel Kraft drauf, das hat das so hochgedrückt. Wir haben es ersetzt durch ein Rutschkupplungszahnrad. Das passte alles. Da kann man es sehen. Da unten drin. Ja, Lenkung funktioniert jetzt hinten. Ich denke fast mal, also, was heißt ich denke mal? Nein, da brauchen wir nicht denken und ich nicht denken. Das Ding ist nichts fürs Gelände. Das ist Quatsch. Er läuft genauso schnell wie der andere. Wir haben auch noch mal getestet, dass er läuft. Da lief dann nur die Vorderachse, die Hinterachse lief nicht mehr. Warum nicht? Ja, wir sind da wieder mal auf was reingefallen, was wir eigentlich hätten wissen müssen. Das hatten wir schon mal. Aber irgendwie denkt man da nicht dran. Und zwar, wenn man den, Moment, ich habe keinen Fokus. So. Und steck den mal auf, Renate, und dann zeig mal. Immer noch kein Fokus hier. Was ist denn das? So, halt den mal bitte so ein bisschen. Genau. So. Wie wir sehen können, sind das 1,5 Pinlängen. Und die Achse, die da drin ist, die ist schlichtweg aus dem Differential gerutscht. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Achse genommen, halben Stud länger und dann passt das auch. Dann geht er nur noch so weit rein und kann nicht mehr aus dem Differential rutschen. Man kann auch einfach ein Stück Papier zusammenknüllen und da reinstecken und sich damit die Länge machen. Ja, oder das eben auf eine längere Achse umbauen. Das ist natürlich auch möglich. Bloß wir wollten den ganzen Kram nicht wieder auseinanderreißen. Ja, das waren die Geschichten, die wir bis jetzt gemacht haben und behoben haben. Und jetzt kommt auf jeder Seite noch ein Akku ran. Dann kommt die Karosserie darum. Und wenn wir das soweit fertig haben, dann sehen wir uns wieder und dann sind wir nachher auch bald bei der Probefahrt und bei dem Vergleich. So, da sind wir wieder und unser Traktor der Version 2.0 ist fertig. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja,
Wir haben die Ergokästen verkleidet. Das ist ähnlich wie bei dem anderen. Aufklappen und dann kann man ihn da einschalten. Wir haben die Akkus hier schon mal eingeschaltet. Auf der anderen Seite genauso. Dann ist die gesamte Karosserie da rumgekommen. Die Kabel haben wir noch ein bisschen versteckt, noch ein bisschen Kabelmanagement gemacht. Ja, Fahrerkabine, Motorhaube, auch die kann man bei dem anderen aufklappen. Darunter sitzt ja ebenfalls ein Akku. Dann haben wir diesmal die beiden Kabel hier mit verlegt. Die sind für Zusatzgeräte, die man dann hier anschließen kann. Die gehen mit auf diesen Akku. Das B habe ich mir da mal hingeklebt, zur besten Orientierung, wenn wir den nachher ausprobieren. Ja, und so sieht das dann mit beiden aus. Ja, es hat sich also nicht nur in der Technik ein bisschen was geändert. Es hat sich auch von draußen ein bisschen was geändert. Unser neuer auf der linken Seite hat vorne andere Gewichte bekommen. Die kann man übrigens auch hier so ein bisschen anheben, runternehmen. Ja, die Felgen sind etwas anders. Die Aufgänge zur Fahrerkabine sind anders geworden. Und auch die Heckpartie, wie man sehen kann, hat sich geändert. Ja, kommen wir nochmal zu den Fakten. Also, ja, fangen wir mal mit der Anleitung an. Also die Anleitung von dem 2.0 ist ebenfalls fehlerhaft. Das habt ihr ja im Laufe des Videos schon gesehen. Auch da sind, ja, noch ein paar Tücken und ein paar Macken drin. Da besteht doch Nachbesserungsbedarf. Ja, zur Anzahl der Teile möchten wir nochmal was sagen. Und zwar, wie viele Teile hat unser neuer nochmal? Der soll 2468 Teile haben. Und der alte? 2970. Also 502 Teile soll der alte mehr haben als der neue. Das glauben wir nicht. Warum glauben wir das nicht? Wir haben die beiden nämlich gewogen. Also, erstmal zu den Abmessungen. Die Abmessungen stimmen so wie im Prospekt angegeben. Das ist alles okay. Länge, Breite, Höhe. Das Gewicht ist angegeben bei unserem alten Trecker mit 2 Kilo, circa 2 Kilo. Und bei dem neuen auf der linken Seite mit 2,2 Kilo. Nee, auch mit circa 2 Kilo. Ja, ist das Gewicht angegeben, genau, auch bei dem neuen mit circa 2 Kilo. So, jetzt haben wir gewogen. Der neue wiegt 2,2 Kilo. Und der alte wiegt 2 Kilo. Also der neue hat 200 Gramm mehr Gewicht, soll dafür aber 502 Teile weniger haben. Irgendwie glauben wir das nicht ganz. Da wird sich der gute Designer wohl ein wenig verzählt und verhauen haben. Ja, es gibt einige YouTuber, die zählen die Teile. Wir tun es nicht, weil wir sind schon crazy genug. Wir wollen nicht noch mehr leiden. Das tun wir uns nicht an. Ja, dann geht das weiter. Einmal, ganz definitiv, beide Modelle. Wie gesagt, das rechte, den alten, den gibt es ja nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr hier offiziell in Deutschland, soweit ich weiß. Den linken, ja, das ist nichts für Anfänger. Und das ist auch nur bedingt was für Fortgeschrittene. Also da muss ein Profi ran. Und wenn ihr mit dem Teil Spaß haben wollt, dann baut ihn um. Gleich von Anfang an. Baut den so, bessert nach. Bessert die Achsen nach, vorne und hinten, die Lenkung. Ja. Da ist doch einiges zu machen. Der Antrieb, die Fahrmotoren, so wie die auf die Differentiale gehen und auf die Räder, das ist zu schnell, das ist kein Trecker, das ist ein Rennwagen. Da müssen Planetengetriebe rein. Dann hat er, denke ich mal, auch ein bisschen mehr Kraft und
Vor allen Dingen die Geschwindigkeit passt dann zu einem Traktor. Ja, was haben wir noch gehabt? Ja, wie gesagt, der alte ist nicht bespielbar. Mit dem neuen, das werden wir gleich sehen. Das heißt, wir wissen schon ein klein bisschen mehr. Ja, zum Preis mal. Den Preis, den gibt es ja bei Lesti. Das könnt ihr ja nachschauen. Also wenn wir jetzt mal das Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichen, dann würde ich sagen, der Preis ist okay für die Anzahl der Teile und vor allen Dingen für die Anzahl der Technik, die man bekommt. Man bekommt 10 Motoren und 3-mal komplette Moltking-Akku-Fernbedienung dazu. Also das ist so weit in Ordnung, da kann man nicht meckern. Ja, das ist ja als Spenderobjekte würde ich mal sagen, gar nicht schlecht. Oder eben halt, wie gesagt, für jemanden, der mal so eine Herausforderung sucht, für den wird das sicherlich auch ein Spaß. Wir haben es auch überlegt, ob wir ein drittes Mal dabei gehen und wir haben uns beide für Nein entschieden. Wir haben noch andere Projekte. Also wir wollen uns jetzt nicht da wochenlang nur bei diesem Traktor aufhalten. Deshalb lassen wir es. Ja, wie gesagt, für alle, die ihn so schick finden, empfehlen wir den als Vitrinenmodell. Überhaupt kein Thema. Ohne Motoren. Ist ja um einiges günstiger dann auch. Und ja, da ist er ohne weiteres für geeignet, weil man kann doch nicht meckern. Schmuck sehen die doch aus, die beiden. Das ist doch von der Optik her eigentlich gut gelungen. Gut, dann wollen wir mal einen kleinen Test machen. Wenn Renate mal so freundlich ist und den alten Traktor da wegnimmt und mir den neuen da mal so ein bisschen in der Mitte platziert. Eingeschaltet haben wir den ganzen Kram schon. Warum machen wir das hier auf dem Tisch? Ja, die, die uns kennen, die wissen schon, was kommt. Das zur Bespielbarkeit. Das lassen wir mal lieber mit der Probefahrt. Ja, das ist leider. Ja, ich habe nochmal geschaut. Da ist nichts zu machen. Die Zahnräder, die nudeln so über. Das können wir vergessen. Das ist nicht. Ja, da muss der Designer üben. Also das ist, ja. Mal zur Lenkung. Oh, sorry, das war das Falsche. Das war jetzt meine Schuld. So, die Lenkung funktioniert einigermaßen, ist aber auch sehr labberig. Und wenn sie an den Punkt kommt, trotz Schnecke, knackt sie. Das, was ich eben hier gedrückt habe, das dürfte die Welle gewesen sein. Ja, das ist die Welle für vorne. Damit die jetzt irgendwie nochmal sehen können. Die haben wir schon mal im Bau gezeigt. Ja, die haben wir schon gezeigt. Die funktioniert ja auch. Dann haben wir hier ja noch unsere Gabel. Das funktioniert soweit auch alles. Da kann man auch nicht meckern. Ja, die zweite Fernbedienung. Ich habe wieder zwei Fernbedienungen miteinander gekoppelt. Die haben wir, ich habe mir hier auch so einen Zettel gemacht, da kann ich das ja auch mal ein bisschen ablesen. Genau, das müsste einmal hinten der Aktuator sein, also für die hintere Aufnahme, für das Werkzeug, genau. Dann müsste, oh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, jetzt kommen wir zur Fahrerkabine, zum Drehkranz. Auch das Teil ist deutlich zu schnell. Auch da muss nachgebessert werden. Kleinrad, Drehkranz und ein größeres Zahnrad, was dann zur Kanzel geht. So, das ist er nicht. Warum nicht? Schaust du mal bitte hin. Das ist die Welle, was ich da zu fassen habe. Ne? Das dürfte die Welle sein. Das ist, ja, das ist die Welle. Das ist die Welle da hinten. Okay. Dann muss ich einmal jetzt meine Fernbedienung mal umstellen. Dann habe ich mich nämlich hier
mit meinem Zettel vertan. So, einmal die Fernbedienung ausgemacht und wieder an. Und jetzt testen wir mal ganz vorsichtig, was wir hier haben. Ah, jetzt haben wir... Achso, hat ihn nicht, gar nicht akzeptiert. Okay, dann muss ich das nochmal ausstellen. Ja. Ja, das müsste jetzt, genau, der Aktuator unter der Fahrerkabine sein zum Anheben. Da sieht man jetzt, wie es sich anhebt. Das funktioniert auch. Wieder senken. Jetzt ziehen wir sie wieder an. Und jetzt können wir die Fahrerkabine auch drehen. Das müsste jetzt dieser sein. Und das ist äußerst kriminell. Ja, das ist ein bisschen zu flott. Da fliegen die Türen auf und die Teile ab. Ja, das müsste also mit einer stufenlosen Fernbedienung am besten gemacht werden. Eine stufenlose Moleking und dann kann man das ganze Ding ein bisschen zärtlicher fahren. Dann würde das auch vielleicht mit dem Antrieb funktionieren. Und das werde ich auch, lässt sie noch schreiben, dass man da vielleicht dann, wenn es schon einer mit Motoren haben will, eine stufenlose Fernbedienung zulegt. Und die zweite und dritte, die kann ja meinetwegen gerne eine normale sein, aber eine stufenlose ist da empfehlenswert. Ja, was haben wir noch an Funktionen? Ich denke, wir haben... Soweit alles durch. Vorne, hinten, Fahrerkabine. Das war alles. Ja. Gut, da sind wir mit unserem Video durch, würde ich sagen. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns auch. Das Video ist lang genug geworden. Wie gesagt, wir werden Lesti anschreiben, hoffen, dass die den Designer dann unterrichten, dass der ein bisschen nachbessert. Und ja, wir werden sehen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch wiedersehen bei unserem nächsten Video. Kommentare gerne zu dem Modell. Vielleicht hat ihn ja auch schon mal jemand gebaut mit diesen 10 Motoren. Vielleicht hat er ja irgendwie andere Erfahrungswerte wie wir, bessere Erfahrungswerte. Wir können leider nichts Besseres zu dem Modell sagen. Gut, ich sage schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch tschüss. Bis dann.